Auf ein kurzes Wort. Wir sind inzwischen angelangt in der letzten der fünf Reden, die Jesus von Nazareth im ersten Evangelium, dem nach Matthäus, in den Mund gelegt sind. Das sind wohl komponierte Sequenzen, angesiedelt, bevor es dann in die Passionsgeschichte geht. Und was möchte ich sagen? Diese Rufe zur Wachsamkeit, diese Aufforderung, mit dem Anvertrauten angemessen umzugehen, atmen so ein wenig die Panik dessen, es könnte ja sein, dass der wiederkommende Christus nicht wiederkommt. Einige Generationen sind ja schon ins Land gegangen und mit einer gewissen Verzweiflung versucht man ein wenig diesen anfänglichen Impetus, die Weltenwende in apokalyptischer Manier tritt, in unmittelbarer Zukunft ein, noch wach zu halten, aber man transformiert es schon. Man transformiert es nicht nur im Blick auf Wachsamkeit als Warten, sondern als Wachsamkeit, was dein Leben angeht. Und nun heute, dass man mit dem Anvertrauten, den sprichwörtlichen Talenten angemessen umgeht. Diese Gleichniserzählung ist offensichtlich von ihrer Bedeutung her. Interessant ist ja, dass das Wort Talent inzwischen von der Währungseinheit, ein Talent in der Antike ist ein ordentlicher Haufen Silber. Talanta, das griechische Wort, ein Pluralwort, meint das, was abgewogen wurde, nämlich dieser Silberhaufen, dass sich das wandelte zu unserem Verständnis, dass wir mit Talenten ausgestattet sind, dass wir vielleicht talentierte Menschen sein mögen. So weit, so gut. Interessant ist nun dieser eine, der alles falsch macht. Und sein Motiv, er ist von Phobos befallen. Phobos ist die Furcht, die Angst. In der Antike eine Gottheit, eine unsympathische. Aus Furcht, aus Angst macht er nichts. Könnte es nicht sein, dass auch in unserer Kirche viel zu viele bis hinauf auch in die höheren Entscheidungsebenen von Phobos befallen sind, von Furcht, von Angst, nicht mutige Schritte zu gehen im Sinne einer Reform, im Sinne einer Entrümpelung dessen, was wir so noch mitschleppen und was sich als hinderliche Stolpersteine immer neu entpuppt, wenn es darum geht, Menschen für diesen einen Gott begeistern zu wollen. Wie oft passiert es, nicht wahr, dass man Stunden und noch mehr Stunden damit beschäftigt ist, sich an vollkommen nebensächlichen Fragestellungen abzuarbeiten, die mit entsprechendem Mut, also nicht mit Phobos befallen, mit Mut aus dem Weg geräumt werden können. Die Frauenfrage, die Frage der Diversität, die Frage der Macht oder Demokratie, all dies Dinge, die jetzt von einer theologisch untergeordneten Relevanz sind. Hier wäre Mut gefordert. Fort mit diesem Phobos, denn sonst würden vielleicht auch uns diese harschen Worte treffen, wo am Ende Heulen und Zähneklappern sein wird, wegen der vertanen, der viel zu oft schon vertanen Möglichkeiten. Nein, diese Stolpersteine, diese Hemmschuhe müssen weg. Und dann könnte nämlich aufleuchten, was hier umschrieben wird mit der Freude des Herrn, also mit einer Versöhntheit deines Lebens, wo die urtümliche und nie weggewesene Ahnung des Religiösen eigentlich das Zentrum sein müsste, dass wir Menschen hoffend und bangend, aber gewiss und mit Trost versehen auf einen Gott bauen können, der als der Unverfügbare über dein Leben verfügen könnte, dass wir uns begreifen könnten als Menschen, denen das Größte möglich ist, nämlich mit einer Gotteshoffnung unterwegs zu sein. Das würde allen Mut rechtfertigen und das würde jenen Phobos, diesen falschen, schlechten Gott vertreiben. Und dann könnten wir teilnehmen, wie es hieß, an dieser Freude, die doch Gott selbst ist. Er möge uns segnen. Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.